Herr Spaß, Sie haben einen Text ausgewählt, der so ein bisschen verblüffend ist, weil er zwar von einem der wirklich prominenten Merkur-Autoren stammt, Jürgen Habermas, aber es ist ein sehr kurzer Text, geradezu ein Gelegenheitstext, nämlich sein Nachruf auf Gershom Scholem. Warum haben Sie den ausgewählt? Also, der Text hat so eine gewisse Prägnanz. Er gehört zu Ihrer Rubrik der Marginalien, die ich immer eine besonders interessante Rubrik fand, weil da gar nicht nur Marginalien behandelt werden, aber sie erscheinen wie marginal und sind doch, und das sieht man, wie ich finde, an diesem Text zentral. Es ist der Eindruck unmittelbar nach dem Begräbnis von Gershom Scholem in Jerusalem. Es ist niedergeschrieben sehr schnell danach, einige Tage, wie ich glaube. Und erst einmal ist es ganz bezeichnend, dass es, glaube ich, das erste jüdische Begräbnis war, bei dem Jürgen Habermas zu Gast war. Das ist schon mal eine Konstellation, die ungewöhnlich ist. Es ist eine Art Nekrolog, aber es ist auch die Beschreibung der Zeremonie, wie man im Judentum begräbt, wir wissen wenig davon. Ich selber war noch nie, obwohl ich 3 Jahre in Israel gelebt habe, noch nie auf einem jüdischen Begräbnis. In seiner Einfachheit und Schlichtheit. Und Habermas knüpft daran eine ganze Gedankenwelt, also die Reflexion über die Gedankenwelt, über seine Verbindung zu Gershom Scholem. Und dieses Zusammenschießen ganz unterschiedlicher Momente in einer Marginalie erschien mir besonders reizvoll. Es gibt einen Vorgängertext zum 80. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob Sie den noch in Erinnerung haben, in dem viele Motive aufgenommen werden. Was ist das Faszinosum für jemanden wie Habermas, der sich als religiös doch eher unmusikalisch selbst präsentierte, mit jemandem, der sich mit einer Form der Mystik beschäftigt, für die das Religiöse zentral ist? Ich glaube, dass Habermas durch Scholem und dieser Text, den Sie erwähnen, heißt ja die verhüllte Tora, glaube ich, so, Genau, ja. dass er seine verhüllte Religiosität entdeckt hat. Denn Habermas, was wir nur allzu leicht vergessen, hat in den 50er Jahren eben auch Theologie studiert. Und da kommen zwei Strömungen zusammen, nämlich Philosophie und Theologie. Wir können noch eine dritte nennen, die Soziologie. Und verbinden sich auf eine ganz besondere Weise im Werk von Habermas. Und ich glaube, ihm ist die eigene Tradition, nämlich die der kritischen Theorie, in einem bestimmten Moment bewusst geworden, nämlich dem der mystischen Impulse der jüdischen Tradition, die in der kritischen Theorie wirksam ist. Die war ihm vermittelt durch Adorno, auch durch Benjamin als Leser von Benjamin. Aber Scholem war so etwas wie die Verkörperung wie soll man das nennen, dieser religiösen, mystischen Tradition der kritischen Theorie, die eben zur Soziologie und zur Philosophie mit dazukommt. Es gibt am Ende dieses Textes, die verhüllte Tora, dann auch eine Formulierung, die ich sehr viel später bei Habermas gefunden habe, nämlich der Versuch, den Eigenwert des Religiösen unter vollkommen säkularisierten gesellschaftlichen Bedingungen neu zu formulieren oder zu fassen, die ich persönlich dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre erst als ausdrücklichen These von Habermas entdeckt habe, die dort schon vorformuliert wird in dieser Auseinandersetzung. So ist es. Ich halte das für eine früh formulierte These, fast wie ein Arbeitsprogramm, das Habermas dann mit Religion und Vernunft, also erst später formuliert hat, wie sich Religiosität behaupten kann unter den Lebensbedingungen der modernen Welt, der aufgeklärten Welt. Und das hat ihn damals schon beschäftigt, aber ist vielleicht aus anderen Gründen nicht dazu gekommen, das auszuformulieren, aber er ist dazu zurückgekehrt. Interessanterweise hat er dann in einem dritten Text, in den Münchner Beiträgen zur jüdischen Geschichte und Kultur, ist er noch einmal auf diese beiden Texte, zurückgekommen, beziehungsweise auf die beiden Anlässe. Einmal war es der 80. Geburtstag
mit einem Empfang des damaligen deutschen Botschafters in Israel, Klaus Schütz, und wo Scholem seine Lebenserinnerungen vorgestellt hat, 1977, und dieser Beerdigung. Und da ist er tatsächlich auch nochmal auf seine späten Arbeiten, man kann ja sagen, das sind doch späte Arbeiten im Werk von Habermas, über Religion und Vernunft zurückgekommen. Und von wann ist dieser Münchner Text? Das ist, glaube ich, 2002. Mhm. Zu den Lebenserinnerungen von Scholem gibt es dann nochmal einen sehr, sehr interessanten Einwurf von Jakob Hessing, der, als der Briefwechsel zwischen Scholem und seiner Mutter veröffentlicht wurde, auch im Merkur dazu noch was geschrieben hat, dies nur am Rande. Über den bin ich gestoßen, als ich mich über Scholem informiert habe, denn das ist sehr an mir vorbeigegangen. Ich fand es interessant zu sehen, dass Scholem in denselben Antiquariaten gestöbert hat, in denen ich als Student zu dieser Zeit unterwegs war. Aber die Milieus, in denen ich unterwegs war, sind so vollkommen von dem getrennt gewesen, dass ich also mich im Nachhinein einarbeiten muss. Was war für Leute, die diesen Milieus näher standen, was war die Bedeutung Scholems in Deutschland während der 80er Jahre? Ich glaube, dass die Bedeutung einfach gar nicht so ausgeprägt ist, dass Scholem immer noch zu entdecken ist. Und als Sie so freundlich waren, mich einzuladen, habe ich ja gesagt, ich möchte gerne mal über eine abgeschlossene Geschichte etwas machen, über eine historische Geschichte. Und natürlich ist es ein Tod, der 35 Jahre zurückliegt. Und doch kann man sagen, es gibt noch keine große verbindliche Biografie über Gershom Scholem. Wir wissen über die Bedeutung seines Werkes nicht genug. Es gibt keine große Ausstellung über ihn im Jüdischen Museum seiner Heimatstadt. Also da hat man noch vieles zu entwickeln und zu entdecken, aber auch zu entwickeln. Ich habe nur festgestellt, dass sehr, sehr viel, was über Scholem in deutscher Sprache geschrieben wird, unmittelbar mit der Frage, was sagt uns Scholem zu dem eigentlich interessanten Walter Benjamin zu tun hat. Also ich glaube, dass auch viel der Person verschattet wird durch die Benjamin-Rezeption, die er angestoßen hat, für die er mit ausschlaggebend verantwortlich war, und dass er da einfach auch dahinter zurücktritt. Das kann man sagen. Also wir haben ja eine Flut von Veröffentlichungen über Walter Benjamin, seit 30 Jahren meines Erachtens ein wenig des Guten zu viel. Was Scholem angeht, haben wir noch nicht mal eine gute verbindliche Werkausgabe. Also gut, das muss ich jetzt sagen. Also ich wünschte, wir würden das in die Wege leiten, aber ich teile Ihre Einschätzung vollkommen. Er tritt da hinter Benjamin zurück und ist für die Leute auch nur interessant, sofern er Benjamin oder so weiter Benjamin erforscht hat. Tatsächlich treffen sich in Scholem ja kommen zwei Seelen zusammen in einer Brust, und zwar die des Philologen und Historikers, des Präzisen, so wie Habermas das auch zeigt, und des Geschichtsphilosophen. Also er kann das verbinden und verbindet das in seiner makellosen Prosa, und das ist eigentlich etwas sehr Interessantes. Bei Benjamin würde ich immer eher auf die Seite des Geschichtsphilosophen, des Mystikers schlagen. Sicher auch des Philologen, aber nicht in dem Maße, wie es bei Scholem der Fall war, der zu dieser ganz strengen exegetischen Welt, die er in München eben auch studiert hat, der Altertumswissenschaften, der Mathematik und der präzisen Philologie und Orientalistik gehörte. Ich meine, beides ist dann wiederum eigentlich auch nicht Habermas-Ding. Insofern wäre schon die Frage, wie sehr Habermas wirklich ein genuines Interesse an Scholem hatte oder ob das nicht in dem Fall wirklich der Gelegenheit geschuldet war. Ich würde sagen, beide haben aneinander ein genuines Interesse gehabt. Es gibt einen Brief von Scholem an George Lichtheim, einen heute vergessenen Historiker, Ideenhistoriker der 60er, 70er Jahre aus London. Und er schreibt ihm, ich habe gerade Jürgen Habermas kennengelernt. Der sieht ja aus wie eine goyische Variante von Walter Benjamin. Man könnte auf okkulte Ideen kommen.
Also das fand er wohl schon ganz faszinierend, dass es eine gewisse physiognomische Ähnlichkeit zwischen den beiden, zwischen Benjamin und Habermas gibt. Umgekehrt hat Habermas sich, glaube ich, ist zu seinen theologischen Ursprüngen zurückgekehrt und hat auch einen Weggefährten von Adorno nach Adornos Tod 1969 kennengelernt. Also Habermas hat im Laufe seines langen Lebens eben auch immer Vaterfiguren gehabt. Eine war ganz sicher Adorno und die andere war Scholem. Und Scholem hat in ihm, glaube ich, einen, ja, wie soll man das sagen, einen jungen Freund gefunden und hat die kritische Theorie in einer disziplinierten Form kennengelernt, akademisch disziplinierten und gebändigten Form. Das war ihm, glaube ich, ganz wichtig. Also er hatte wenig am Hut mit überschießender Energie, auch so revolutionäre ideologische Umtriebe im Frankfurt der 60er Jahre waren ihm, glaube ich, hochsuspekt. Ich glaube, dass ihm auch die negative Dialektik, es gibt einen ganz langen Brief an Adorno, auch das war ihm nicht ganz geheuer. Aber das, was Habermas in der ihm eigenen Luzidität und Diszipliniertheit vertreten hat und immer noch vertritt, das war ihm sehr zugänglich. Ein zivilisierter Adorno? Ja, ein disziplinierter. Minus Ästhetik, sagen wir so. Ja. Nicht? Also wenn Habermas etwas Fremdes, muss man sagen, ist es die ästhetische Dimension. Und das ist etwas Wahlverwandtes. Scholem lässt Ästhetik nur zu, oder was heißt nur, er lässt sie zu, wenn sie in den kabbalistischen Ideenhimmel schon aufgestiegen ist. Also die Sephirot, die Verzweigungen der Welterschaffung, das interessiert ihn. Und das ist auch etwas sehr Poetisches und Kräftiges. Aber ein genuin ästhetisches Gespür, sagen wir mal, was Wertschätzung von Literatur, von Musik gar angeht, das werden Sie dort nicht finden. Und das ist eine gewisse Analogie zwischen den beiden Herren. Also eine der Charakteristika, die bei Scholem oft genannt werden, war sowas wie positivistischer Judaist. Ich habe mich dann gefragt, was könnte das sein, denn meine Textkenntnis war gering. Und ich habe dann natürlich bei uns im eigenen Archiv gesehen, es gibt einen einzigen Beitrag, den Scholem im Merkur geschrieben hat. Handelt sich um zwei von ihm transkribierte Briefe von Walter Benjamin mit Erinnerungen aus den Jahren 1916. Und dem schließt sich dann, die sind relativ kurz, und dem schließt sich dann ein sehr, sehr langer, sehr, sehr genauer, knochentrockener und hart recherchierter philologischer Bericht an, wer sind die Menschen, die da drin sind. Der ist an sich schon von einer Feinheit, die, kann man sagen, das sind einige Wochen vergangen, bis man das zusammengetragen hat, und wird dann nochmal durch einen Anmerkungsapparat übersetzt. Also wer diesen Text liest, kriegt wahrscheinlich einen ungefähren Eindruck von dem, was Sie meinten mit dem unemphatischen und sehr disziplinbetonten. Ist der typisch für... Ich glaube, ja. Sie meinen diese Nöggerath-Geschichte, ja, genau, die er da ausgegraben hat und wo er alles detailliert wirklich zusammengetragen hat. Es gibt noch einen zweiten, sehr langen Text von Scholem über Walter Benjamin und seinen Engel. Das ist ähnlich belegreich und präzis und teilweise trocken. Es führt aber zu der zentralen Gestalt, nämlich dem Engel der Geschichte in den geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin. Und da sieht man, dass für ihn, oder nach meiner Einschätzung sieht man das, dass die Belege alle in den Dienst genommen werden sollen oder im Dienste einer zentralen These stehen. In diesem Fall ist es wirklich die geschichtsphilosophische These, was die Antriebe von Walter Benjamin waren, sie so darzustellen, und was die Vorstufen und Varianten waren. Also das kann man dort sehen. Das kann ich jetzt nicht unmittelbar auf den Nöggerath-Text beziehen, weil der mir nicht mehr so gegenwärtig ist. Aber ich würde auch da vermuten, dass es ein Schlüsselmotiv gibt. Das muss man bei Scholem immer mitbedenken. Ich
meine, auch sein Hauptwerk, dieser Sabbatai Zvi, die im Grunde überfordert das auch jeden Leser, mich jedenfalls. Aber das ist natürlich in allem Belegreichtum doch immer wieder die zentrale Gestalt des falschen Messias. Also das Judentum kennt den Messias. Nun haben Sie vorher beklagt, dass es immer noch keine wirklich vernünftige Biografie von Shunem gibt. Sie säßen insofern an der Quelle, als Sie in einem Verlag mit das Sagen haben, bei dem man sich vorstellen könnte, es wäre doch ein leichtes, dem abzuhelfen. Warum ist es nicht so? Das ist sehr interessant, weil ich glaube, für einen Biografen käme wahnsinnig viel zusammen. Er müsste sicher sein in den gelehrten Schulen der 10er und 20er Jahren, in München, im Heidelberg jener Zeit. Er müsste in der Frühgeschichte des Zionismus zu Hause sein. Er müsste in der Jerusalemer Gelehrtenschule der 20er, 30er Jahre zu Hause sein. Er müsste die kritische Theorie kennen. Er müsste die Nachkriegsgeschichte kennen. Also ich glaube, da kommt sehr viel an Gelehrsamkeit, also sozusagen an Erfordernissen von Gelehrsamkeit zusammen. Insofern ist das, was Sie gerade geschildert haben, eine Fron für denjenigen, der über Scholem arbeitet. Aber es ist natürlich eine lohnende Aufgabe, aber sie wird sehr lange dauern. Und es ist eine Figur, die einfach, deren Zentralität nicht auf der Hand liegt, sagen wir mal so. Ja, also die man entdecken muss oder kann. Und darum fand ich diesen schmalen Text eigentlich ganz sprechend, weil ihm ist die, also Habermas ist diese Bedeutung aufgegangen und vor dem Tod. Aber sozusagen, er sagt ja auch, eine Epoche wird zu Grabe getragen. Das hätten die israelischen Freunde dort in Jerusalem im Februar 1982 auch gesagt. Und wenn man sich fragt, welche Epoche ist es eigentlich, dann ist es wohl doch die Epoche der Repräsentanten der einer Lehrmeinung, das, was Habermas in den philosophisch-politischen Profilen so beschäftigt. Er sagt ja, Menschen verkörpern eine Theorie, eine Lehre, die will ich hier alle nochmal zusammentragen, Adorno, Hannah Arendt, Gershom Scholem. Und ich glaube, der Tod von Scholem, 7 Jahre nach dem von Hannah Arendt, also zu einem späteren Zeitpunkt, 13 Jahre nach dem von Adorno, das ist, verkörpert so etwas wie dieses Moment der einer Biografie, die eine Lehrmeinung